Der dritte Weg ins Paradies habe ich genannt Brautwerber der Hur al-Ain. Sagt ein vortrefflicher Vorfahre, sagte, voller Sehnsucht nach dem Paradies und die Huris, ich werde ein Huris vom Paradies kaufen für 30 Mal Koran abschließen. Das heißt, 30 Mal Koran zu Ende lesen. Ich werde nicht schlafen, bis ich es geschafft habe. Sagt, er schloss den Koran 29 Mal. Sagt, dann ist er eingeschlafen. Er ist müde geworden, ist eingeschlafen. Sagt, im Schlaf erscheint ihm ein Hur al-Ain, eine Frau vom Paradies, die ihn mit dem Fuß getreten hat und sagte, du bewerbst dich für mich, für so eine Frau wie ich, so eine Schönheit wie ich, und du schläfst dabei ein? Sagt, dann hat sie gesagt, der Schlaf der Liebenden ist verboten. Der Schlaf für die, die uns haben wollen im Jenseits, im Paradies, ist verboten. Sagt, denn wir sind für die erschaffen, die, die viel beten und nachts beten und viel fasten. Also die, die viel beten, achten auf deren Pflichtgebeten. Und die, die nachts beten, alhamdulillah, freiwillige Gebete und fasten noch dazu, viel fasten, natürlich plus Ramadan, viele freiwillige Tage fasten, diese Menschen, für die ist das Hur al-Ain, die Huris warten auf denen im Jannah. Und wir haben gesagt, ich wiederhole nur kurz, damit wir nicht so viel über Hur al-Ain reden, eine einzige Frau, wenn sie auf sieben Ozeane oder Meere spucken würde, sagt Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diese Ozeane, diese Meere werden süßer wie Honig sein. Wir werden süßer als Honig sein. Und wir wissen, Meereswasser, wenn man viel Meereswasser trinkt, man stirbt. Dein Durst wird nicht gestillt, sondern du wirst immer durstiger, bis du stirbst. Aber subhanallah, wenn eine einzige Frau vom Jannah spucken würde auf diesem Meer, auf die sieben Meere, was passiert? Das Meer wird süßer wie Honig sein. Das heißt, normalerweise das Wasser tötet, aber durch ihre Spucke wird er zu Honig, werden besser wie Honig. Und Honig, liebe Brüder, ist Heilung, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, diese Spucke von dieser Hur al-Ain macht diese Gift, dieses Wasser, tödliches Wasser, zur Heilung, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Ein einziges Haar, wenn er erscheinen würde von dieser Hur al-Ain in einer dunklen Nacht, diese Nacht wird heller als Tag sein. Und wenn diese Haar erscheinen würde vom sieben Himmel in einem helllichen Tag, wo die Sonne stark am Scheinen, in Mittagshitze, sagt dieses Ausstrahlen, das Licht von diesem einzigen Haar, von dieser Hur al-Ain, von diesen Paradiesfrauen, wird das Licht der Sonne bedecken. Als dieser Junge, nachdem er das gesehen hat, erwachte dann auf und strengte sich weiter an und sagte, durch das Erbarmen Allah werde ich mich weiter anstrengen, bis ich sie bekomme, diese Frau im Paradies. Und die Geschichte von Abu Sulaiman al-Darani, ein Tabi'i, ein enthaltsamer Diener. Er war ein aufrichtiger, wahrhaftiger Diener. Er verwöhnte seine Seele, indem er ihr vom Paradies erzählt. Eines Nachtes schlief er ein. Er sagt, erzählt jetzt selber, ich bin eines Nachtes eingeschlafen. Plötzlich erscheint mir ein Hur al-Ain, eine Frau vom Paradies im Traum, die mir sagte, O Abu Sulaiman, nicht so handeln die Tugendhaften. Wie kannst du schlafen? Und ich wurde 500 Jahre für dich in einem Zelt bewahrt im Paradies. Nach diesen Worten, er hat nur noch wenig geschlafen und strengte sich an, um diese Hur al-Ain zu erlangen. Ibn al-Qayyim rahimahullah berichtet, Abu Sulaiman al-Darani war unterwegs zu Hajj, zu Pilgerfahrt. Er wurde begleitet von einem jungen Mann aus Irak. Abu Sulaiman al-Darani sagte, dieser Junge war nur am Beten, Koran rezitieren oder am Weinen. Das war sein Zustand während dieser Reise. Und er sagt, wenn wir Pause machten, betete er. Er gedenkt Allah. Er spricht nur durch Koran oder gute Worte. Und er gebietet das Gute und verbietet das Schlechte. Und er betete sogar nachts. Ich wollte ihn bei seiner Anbetung nicht stören. Bis wir zurückkamen nach dem Irak, nachdem wir fertig mit Hajj waren, da fragte ich ihn. Ich bitte dich bei Allah, was gibt dir den Antrieb, so Allah anzubeten? Ohne Müdigkeit. Da sagt der Junge, ich sah in meinem Traum ein Hur al-Ain vom Paradies. Sie war in einem Palast aus Gold und Silber. Er hat zwei Balkonen, einer aus Edelstein und der andere aus Rubine. Dazwischen war diese Huri mit ganz sanften, weichen und gesenktem Haar. Ich habe noch nie so eine Schönheit gesehen wie sie. Sie sagte zu mir, verlange ernsthaft bei Allah nach mir, denn ich wurde 500 Jahre in einem Zelt für dich bewahrt. Sagt, dann hat er geschworen, dieser Junge, bei Allah, ich werde mich anstrengen, bis ich sie kriege, oder ich gehe unter in dieser Welt ohne sie, a'udhu billah. Ich werde keine Ruhe finden, bis ich diese Stufe erreicht habe. Und Hur al-Ain, liebe Brüder, es gab einen Mann, ein Tabi'i, hat ein Hur al-Ain im Traum gesehen. Danach jedes Mal, wenn er eine Frau vom diesseitigen Leben gesehen hat, die unbedeckt war, a'udhu billah, er hat sich übergeben.
wenn er die Frauen damals gesehen hat, die vielleicht A'udhu Billah, deren Beine gezeigt haben und nicht bedeckt waren, er hat sich einfach übergeben, weil der Unterschied war zu groß. Zu groß. Eine Frau, die Allah beschreibt, ist aus Za'faran erschaffen. Aus Za'faran. Sie ist frei von ihrer Periode, gibt es keine Periode für sie. Kein Urin, kein Notdurft, kein Schleim, kein Rotz, keine Tränen, nichts. Sie ist von all dem befreit. Keine Schwangerschaften, kein Kopfschmerzen, kein Geschrei, kein Lärm. Sie ist zufrieden. Sie ist rein. Allah sagt im Koran: وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Im Paradies, was haben sie? Reine Frauen. Warum Allah sagt rein? Weil sie all dem, was die Frau hat im diesseitigen Leben, an Störungen in ihrem Körper hat, diese Frau im Jannah gar nicht. Sie ist frei von all diesen Fehlern vom diesseitigen Leben. Sie ist wie eine Rubine, wie ein Edelstein. Und die ist so schön, die Frau, dass du dein Gesicht sehen kannst. An ihrem Gesicht klarer, als wenn du im Spiegel guckst. So klar ist die Frau. So hübsch ist diese Frau im Paradies. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns inshaAllah Shahada geben für Sabilillah. Abu Huraira radiallahu anhu sagte, im Paradies gibt es eine Huri, das ist eine Frau vom Paradies. Sie heißt Al-Aina. Diese Frau heißt Al-Aina. Wenn sie geht, gehen um ihr herum 70.000 Dienerinnen, die so genauso schön sind wie sie. Sie sagt, wo sind die, die das Gute gebieten und das Schlechte verbieten oder das Verwerfliche verbieten? Diese Frau ist für die Al-Amiruna bil-Ma'ruf wa-Nahuna anil-Munkar. Wo sind die heute, die das Gute gebieten und das Schlechte verbieten? Für die ist diese Frau, steht zur Verfügung, bi-Idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Mu'ad ibn Anas radiyallahu anhu berichtete, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, wer seinen Zorn unterdrückt, obwohl er es vollstrecken kann, dem wird Allah von allen Geschöpfen rufen, Yawm al-Qiyamah, und ihn über die Huris der Freien, den Freien Auswahl geben. Das heißt, Allah wird ihn rufen über alle Menschen und wird ihn ehren vor alle Augen der Menschheit. Abdi, komm, du darfst ja ein Hur al-Ain aussuchen, wie du willst. Alle stehen zur Auswahl und er darf sich eine aussuchen, bi-idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Das ist deswegen, wir müssen lernen, inshaAllah, unseren Zorn, unsere Wut zurückzuhalten, inshaAllah, zu unterdrücken, auch wenn wir fähig sind, es zu tun. Das ist für Allah subhanahu wa ta'ala, derjenige, der wirklich Hur al-Ain liebt und Hur al-Ain bekommen will, er soll das unterdrücken, inshaAllah. Und dafür bekommt er eine Frau, die, wie sagt man, dass ihr Haar ist aus Seide, inshaAllah. Ihre Wimpern sind so groß wie Flügel vom Adler, sagt Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam.